Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession von Sherlock Holmes, das Geheimnis der Mumie. Und ich versuche wieder mein Glück, wie ihr seht. Ich will es wieder wissen und vor allem habe ich neue Infos von Zenonak LP. Heute ist das Video 9 nämlich erschienen und er hat neue Tipps drunter geschrieben. Und ich versuche jetzt mal so ein bisschen einen auf Sherlock Holmes zu machen, basierend auf seinen Tipps. Er hat mir 4 Tipps gegeben. Zum ersten hat er einmal gesagt, dass der Mauszeiger sich verändert. Das ist ganz wichtig insofern, weil ich ja in einer der vorherigen Folgen die Frage in den Raum geworfen habe, ob sich überhaupt die Maus verändert an dem Punkt, wo ich quasi weiterkommen soll. Dann hat er einmal gesagt, der Gegenstand ist vierstellig. Ich vermute mal, er bezieht sich auf den Namen des Gegenstandes, also quasi das, womit ich interagieren muss, hat 4 Buchstaben, so würde ich es jetzt interpretieren. Dann hat er geschrieben, man kann heranzoomen, das mit dem Zoom habe ich hier irgendwie noch gar nicht. Also ich vermute mal, dass es darum geht, dass wahrscheinlich wie unten dieses Fenster oder so, das heißt etwas, was man anklickt, dass man näher einen Blick drauf wirft. Da haben wir im Grunde ja auch nur ein Objekt hier, aber darauf komme ich gleich. Und das letzte, was er meinte, ist, dass es darauf einen Fleck gibt und mit diesem Fleck interagiert die Gabel letztendlich. Dann nehme ich noch dazu Informationen, die wir aus Folge 7 haben, wo er einen Kommentar geschrieben hat, in einem Kommentar geschrieben hat, ich sollte auch die Zähne beim Reden auseinanderkriegen und ich da hat er geschrieben, in Minute 9 war ich sehr nah dran, das Rätsel zu lösen. In Minute 9, das ist die Minute, bevor wir hier an dem Fenster die kleine Zwischensequenz hatten mit dem Mann auf dem Dach, dem Boogeyman. Da haben wir in dieser Minute 3 Objekte quasi, mit denen wir interagierten. Das Teleskop, dann diese komische Vorrichtung hier auf dem Schreibtisch und nun ja, das Bild. Wenn wir jetzt noch heranziehen, die anderen Hilfestellungen von heute heranzoomen, wie wir es jetzt soeben gemacht haben, ich vermute zumindest... Nein. Ich darf nicht mal meinen Satz zu Ende bringen. Ich krieg die Krise. Ich kriege bei diesem Spiel die Krise. Ja, der Gegenstand ist vierstellig. Bild, 4 Buchstaben. Moment. Wunderbar, dieses Bild. Sieh mal, da ist doch eine kleine Spalte. In welcher Folge habe ich es erwähnt, dass es ganz typisch für mich ist, dass ich Dinge übersehe? Dann habe ich in einer der letzten Folgen angesprochen, dass ich ja sehr ungeduldig inzwischen bin und nicht mehr richtig gucke. Und das habe ich auch. Ich habe so die Maus die ganze Zeit so bla. Und wenn man so schnell hier so drüber macht, dann sieht man, das verändert sich so kurz, das sieht man gar nicht richtig. Und dass die Maus jetzt witzigerweise genau auf diesem Punkt jetzt gerade lag, als ich ein auch Sherlock Holmes machen wollte und aus den Hilfestellungen, warum betone ich dieses Wort so komisch, ich weiß es nicht, aus den Hilfestellungen von Nonak LP heraus diese ganze Geschichte lösen wollte. Wie gesagt, dabei ganz cool jetzt hier irgendwie den Detektiv spielen, der wirklich so Stück für Stück eine Schlussfolgerung zieht. Ja, yeah. Okay, schauen wir mal, was haben wir hier? Okay, wir haben nicht mal gesehen, wie das jetzt aufgeschwungen ist. Was ist das? Haben wir sowas nicht schon gehabt? Das ist also die gesamte Sammlung von Lord Moncalf. Hier sind wertvolle Objekte, die ich im Erdgeschoss nicht gesehen habe. Ah, das ist die richtig lange Liste. Und wir haben einen neuen Gegenstand erhalten. Wir haben einen Stock bekommen. Ein Stock. Naja gut, jetzt wissen wir zumindest, dass das aufklappbare Bild... Ich habe schon die ganze Zeit geahnt, dass es hier an dem Bild liegt. Diese Verzweiflung 4 Folgen lang.
wäre nicht nötig gewesen, wenn ich nur etwas gründlicher geschaut hätte. Ich brauche etwas, um das aufzumachen. Jetzt ist nur die Frage, ob wir mit dem, was wir haben, weiterkommen. Ich brauche etwas, um das aufzumachen. Offenbar nicht. Also wir haben jetzt einen Stock gekriegt. Ich bin gerade ein wenig... Wer hat wohl dieses Feuer angezündet? Dieses Haus ist tatsächlich lange nicht so unbewohnt, wie es aussieht. Ich bin ein wenig gefrustet. Wirklich gefrustet. Was hat sich Lord Monkhoff wohl mit diesem Fernrohr angeschaut? Was dieser Unfug sollte. Also mit dem Stock können wir immer noch nicht hier reinstochern. Ich brauche etwas, um das aufzumachen. Und auch nicht da in diesem Objekt. Auch hier brauchen wir etwas zum Aufmachen. Ich brauche etwas, um das aufzumachen. Ich hätte jetzt gedacht, wir stecken so den Stock rein und dann wirkt das wie ein Hebel hier oder so. Nein. Dem ist nicht so, aber ich sollte ganz, ganz pingelig jetzt mit der Maus lieber gucken. Nicht, dass wir wieder irgendwie verzweifeln und wieder nicht vorankommen. Ja, Leute, was soll ich dazu noch sagen? Ich weiß es nicht. Ich bin ein wenig entsetzt über mich selbst. Sand? Gut, hier ist nur der Sand wieder. Ich rede derweil mal, während wir wieder versuchen herauszufinden, womit es jetzt mit dem Stock vorangeht. Ich hoffe, dass das nicht auch wieder 4 Folgen lang dauern wird und ich vielleicht ein wenig mehr Können inzwischen beweisen darf, werden wir ein wenig wieder reden. Und zwar hat mir hier die schöne Zuckerfee ein ebenso schön Sprachgrund, Gesprächgrund, Themengrund, Thema geliefert, Thema. Kommen wir zu Tefa. Wir sind bei Tefa jetzt. Sehr praktisch, einen wenn man sich schönen verkleidet und Themenübergang geboten. Und zwar schrieb sie in einem Kommentar, dass mein Lord Mordcafé, wie ich den jetzt auch wieder nenne, ich habe zwar mit Lord Montcalf inzwischen die richtige Sprechweise drauf, finde aber Lord Mordcafé tatsächlich eigentlich auch ganz amüsant. Und da sie mich da quasi in meinem Denken bestärkt, werde ich das quasi jetzt weiterhin beibehalten, und das ist auch Basis meines Redeflusses heute. Sie hat das, hat nämlich diesen Begriff oder diesen Namen, den ich mir da versehentlich ausgedacht habe, verglichen mit Terry Pratchett oder den Scheibenweltroman. Sie meinte, wenn ich jetzt, also ich habe ihn nicht nochmal mehr durchgelesen, den Kommentar, aber so grob, der würde gut halt in die Scheibenwelt reinpassen, dieser Name, Mordcafé. Und deshalb möchte ich heute mit euch ein bisschen wieder über Literatur sprechen. Ich bin gelernter Buchhändler. Komisch. Worüber sollte ich sprechen, wenn nicht über Literatur? So, das heißt, ich spreche mit euch ein bisschen über Terry Pratchett. Genau wie ich. Und die Scheiben... muss nur gerade die Maus richten. So, Mauskabel hing ein bisschen fest. Will also mit euch ein bisschen über Scheibenwelt oder Terry Pratchett reden. Ich will die Möbel nicht ruinieren. Ich muss tatsächlich sagen, also erst einmal tut es mir sehr, sehr leid und finde ich sehr schade, dass er gestorben ist, vor allem an der Krankheit, die er gestorben ist. Er hat Alzheimer gehabt und Parkinson, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also auf jeden Fall hatte er eine der beiden Krankheiten, ob er sogar... Auch das schrieb, glaube ich, Sinonak LP in einem Kommentar, dass das quasi wie eine Rätselkette ist. Und jetzt verstehe ich, was er meint. Wir kriegen eine Gabel, öffnen damit ein Bild, kriegen darin einen Stock, mit dem wir einen Löwenkopf öffnen. Jetzt kriegen wir... Was kriegen wir? Ein Päckchen mit einem Band. Mit dem Band öffnen wir vielleicht gleich einen Globus, ein Sarkophag, irgendwas. Hier sind verschieden geformte Holzteile, wie ein Puzzle. Das Band trägt die Initialen von Elizabeth. Vielleicht war dieses Paket für sie bestimmt. Wieso Initialen? Das ist ihr Name. Initialen wären nur erster und letzter Buchstabe des Nachnamen oder so. Menü? Hallo?
Ah, okay. Oh Gott, ich habe jetzt befürchtet, wir würden da festhängen und. Moment. Ein guter Tipp. Moment. Ein guter Rat von The Nonak LP war ganz häufig speichern. Machen wir das doch. Zack, speichern. Bevor ich es bereue und gleich wieder alles neu machen darf, habe ich keinen Bock drauf. Jetzt haben wir ja die Holzdinger. Damit können wir. Na, ach. Ich komme nicht drauf klar, dass wenn wir durch die Tür gehen, die Tür auch wieder sehen. Ich erwarte immer, dass man den Raum sieht und gehe deshalb immer 20 Mal hin und her. Genau, Terry Pratchett waren wir gerade. Oder wir waren gerade, oder ich war gerade dabei, über Terry Pratchett zu reden. Hallo? Okay, aus irgendeinem Grund will er das nicht. Dann nehmen wir erstmal das. Will er auch nicht. Warum will er das alles nicht? Müssen wir das jetzt in der korrekten Reihenfolge reinlegen? Oh mein Gott. Wie kindisch. Jawohl. Wieder vor. Wir kriegen eine Gabel. Mit der öffnen wir ein Bild. Darin kriegen wir einen Stock, mit dem wir einen Löwenkopf öffnen. Darin kriegen wir Puzzleteile, mit denen wir eine Schublade öffnen. Worin ein Code ist, mit dem wir ein weiteres Bild öffnen. Ja, diese Rätsel sind eines Sherlock Holmes würdig. Gut. Horusauge, Trulle, Katze, Typ. Sollte das eine kodierte Botschaft sein, so muss ich mich schnell an das Studium des Altägyptischen machen. Nein, musst du nicht. Nicht wirklich. Es ist so ein Zepter. Wir haben ein Zepter. Womit oder was öffnen wir wohl jetzt mit diesem Zepter? Wenn ihr es aus dem Reden nicht heraushört, ich habe so ein breites Grinsen gerade auf den Lippen. Ich weiß ja nicht, aber könnte es vielleicht. Diese Statuette ist nicht alt. Och nö, verdammt. Diese Statuette ist nicht alt. Nein! Nein, 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 Diese nein, 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 Statuette ist nein. nicht alt. Die braucht noch was Zweites. D-d-d-d. D-d-d-d. Diese Statuette ist nicht alt. Okay. Wir haben eine Statuette, die jetzt ein Zepter hat. Und wir sehen, sie braucht noch etwas. Diese Statuette ist nicht alt. Ja, ich hab's doch gesagt, wir müssen irgendwas mit dem Band öffnen. Vielleicht den Schrank? Oh Gott. Terry Pratchett, ich muss. Ach, wir haben das Zepter wieder mitgenommen, weil wir jetzt nicht. Ich will die Möbel nicht ruinieren. Okay, weil du mit diesem Band auch die Möbel ruinierst. Ich verstehe. Das ist eine gute Haltung von dir. Ich muss leider sagen, dass ich von Terry Pratchett nicht wirklich viel Lord gelesen habe. Moncarf war ein Pfeifenliebhaber. Er hat so Genau wie unglaublich viel ich. geschrieben. Er war wirklich ein unglaublich aktiver Schreiber. Nanu, Mumphis 11 scheint Was spazieren gegangen zu typisch sein. ist, also Und es gibt könnte so dieser Leute, die feine haben Sand ein auch aus Ägypten kommen? unglaubliches Textrepertoire, also ebenfalls einfallen würden mir hier unter anderem Wolfgang Holbein, dann der gute Herr, oh, wie hieß denn der jetzt nochmal? Escher, glaube ich. Escher? Ja, verdammt, weiß ich nicht. Deutscher Autor, glaube ich. Wenn ich mich nicht komplett irre, war er ein deutscher Autor zumindest. Oh, der Hut des berühmten Forschers Dann Lord Moncarf. Stephen King, klar. Also es gibt wirklich so Autoren, die schreiben so unfassbar viel, dass man sich wirklich. Moment mal. Warum ändert sich hier die Maus? Ach so, da haben wir ursprünglich die Seife hergeholt. Wahrscheinlich war das ein Bug, weil wir das Band in der Hand hatten, dass er uns noch die Seife wieder anzeigen wollte. Es ist zweifellos der gleiche Sand wie der im Also es gibt Sommer. wirklich Leute, Baden die die sehr, Winde sehr viel etwa? schreiben. Und der Herr. Jetzt, jetzt
kann doch nicht wahr sein, dass mir jetzt sein Name in. Ich bin geistig gerade völlig umnachtet. Ich bin so fertig, dass ich tatsächlich vorangekommen bin, dass ich jetzt damit komplett aus dem Konzept gebracht werde hier von diesem Spiel. Der Herr. Terry Pratchett, genau, danke. Der Herr Pratchett. Ich brauche etwas, um das aufzumachen. Geht das hier? Das wäre ja auch zu schön. Aber vielleicht geht das Zepter. Vielleicht kriegen wir deshalb das Zepter zurück, weil wir es auch noch. Ich brauche etwas, um das aufzumachen. Der hat so unfassbar viel geschrieben und ich komme ja nicht mehr so zum Lesen mehr. Also ich habe so viele Bücher in meinem Wandschrank hier stehen und da komme ich einfach nicht hinterher, das alles zu lesen mehr. Und so muss ich halt auch gestehen, dass ich von Terry Pratchett nicht wirklich viel gelesen habe. Ich habe auch eher Filme von dem geguckt. Ich liebe die Verfilmung seiner Werke. Da gibt es ja einmal Ab die Post und das... Oh, wie heißt denn das jetzt richtig? Das sind die ersten beiden Werke, glaube ich, wenn ich das nicht komplett durcheinander werfe. Die ersten beiden Werke von ihm, die verfilmt wurden, die Farben des Lichts, die Farben der Elemente und irgendwas mit Licht, glaube ich. Wo wir den Zauberer, oh, jetzt will ich den Namen nicht durcheinander werfen. Oh Gott, hoffentlich...